Ja, servus Leute. Ich habe mir mal gedacht, ich mache mal ein kleines Anfänger-Tutorial, wo ich wirklich nur so die Grundlagen von Photoshop erkläre, dass man damit ein bisschen umgehen kann. Und ja, auf die Idee bin ich eigentlich gekommen, weil ein paar aus meiner Klasse noch wirklich Probleme mit diesem Programm haben. Und eigentlich, wenn man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzt, sollten die meisten Probleme, die da auftreten, ja, weg sein. Und ja, darum werde ich jetzt einfach mal alle wichtigen Werkzeuge durchgehen, die Benutzeroberfläche allgemein, hier, was man alles an Filtern etc. Benutzen kann. Genau. Ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an mit diesen ganzen Tabs hier oben, was man da alles machen kann. Gehe ich jetzt aber nur ganz kurz drauf ein. Auf Datei kann ich eben, naja, es ist wichtig, sage ich, Datei speichern und speichern unter. Dann kann ich hier halt auch ein neues Dokument machen. Das mache ich jetzt gerade mal. Kann man auch mit Steuerung N, steht immer rechts daneben, was für ein Tastenkürzel das hat. Das sollte man sich vielleicht auch merken. Ist dann einfach viel schneller, wie wenn ich jetzt einfach Steuerung N drücke, als wenn ich dann noch da oben drauf und dann auf Neu. Genau hier in diesem Fenster kann ich dann einstellen, wie groß mein Dokument sein soll, was für eine Auflösung, Farbmodus etc. Da kann ich dann auch bei Vorgaben zum Beispiel auf DIN-Formate, da habe ich jetzt gleich DIN A4 ausgewählt, das ist dann eben DIN A4 Papiergröße, so wie es dann auch in Wirklichkeit ist. Da kann ich auch mehrere DIN-Formate noch auswählen. Da gibt es dann auch noch US-Papier, Foto, Web, bla. Ich bin aber meistens im Benutzer definiert, weil ich da einfach meine Sachen einstellen kann, beziehungsweise da kann ich dann auch Vorgaben speichern. Ich mache das jetzt einfach mal auf Pixel und mach 1920 mal 1080 Pixel. Das ist jetzt die Auflösung von meinem Monitor. Und weil ich das ja nicht für den Druck brauche, sondern nur wirklich für den Monitor, mache ich das auf 72 DPI, also Pixel pro Zoll. Das sollte eigentlich wirklich genügen für das. Und Farbmodus lassen wir auf RGB. Wäre es jetzt für den Druck, müsste man es auf Smygfarbe ändern. Aber wie gesagt, wir brauchen es ja nur hier für den Computer. Das Ganze kann ich jetzt noch benennen, wenn ich möchte. Nenne ich jetzt mal Wallpaper. Und dann kann ich diese Vorgabe zum Beispiel auch speichern. Die nehme ich hier jetzt nochmal. Wallpaper. Okay. Und jetzt sehe ich schon, wenn ich hier reingehe, habe ich das vorgefertigte Wallpaper. Und bin dann gleich in dem mit. Da kann ich jetzt auch gerade nochmal irgendwie. Weiß ich nicht. So, da mache ich mal auf 300. Wenn ich jetzt hier auf Benutzer definiert gehe und hier Wallpaper auswähle, ist gleich wieder meine Einstellung drin. Sehr schön. Genau, jetzt gehe ich erstmal oben weiter mit diesen einzelnen Tabs hier. Und genau, auf Bearbeiten ist eigentlich nur das Wichtigste transformieren. Da werde ich aber später nochmal genau drauf eingehen. Das ist hier, beziehungsweise hier. Und dann ist hier noch wichtig die Voreinstellungen. Da kann ich auf Allgemein. Habe ich hier meine ganzen Voreinstellungen, kann ich alles Mögliche einstellen. Was ich immer mache, weil CS6 ist ja standardmäßig auf diesem dunklen Design. Ich gehe auf Benutzeroberfläche und mache mir das Helle rein. Bin ich einfach gewohnt von CS5 etc. Deswegen komme ich damit besser klar. Das dunkle Standarddesign wäre das hier. Oder das hier, weiß ich gerade gar nicht genau. Ich glaube, das hier ist das normale. Ja, ich mache da immer das Weiße rein. Dann kann ich hier noch wirklich alles Mögliche einstellen. Bei Leistung kann man noch dem Programm mehr Arbeitsspeicher zuweisen. Dann kann ich hier einstellen, auf welche Festplatte die Zwischenspeicherungen und so weiter gespeichert werden sollen. Wenn man eine, ja, genau. Und hier kann ich dann auch einstellen, mit was ich meistens arbeite. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehr großes Bild habe mit wenig Ebenen, dann kann ich hier auf groß, wenige Ebenen, das wäre zum Beispiel ein Foto oder sowas. Wenn ich viele kleine Ebenen habe und das Bild am Schluss auch relativ klein ist, dann gehe ich hier eben auf klein, viele Ebenen. Das passt dann automatisch alles gut ein. Und das wäre zum Beispiel eine Homepage. Genau, dann kann ich hier noch Zeigerdarstellung und ja,
die Hilfslinien das für eine Farbe die haben sollen und so weiter. Interessiert uns eigentlich erstmal gar nicht so sehr. Auf Bild, da kann ich eigentlich ja die ganzen Bildfilter halt anwenden, zum Beispiel Helligkeit, Kontrast verändern, der Farbton und die Sättigung verändern, da kann ich Schwarz-Weiß machen, da kann ich Fotofilter anwenden, da kann ich die Farben umkehren und ja, alles was ich halt irgendwie benötige, um Fotos bzw. irgendwelche Bilder halt zu bearbeiten. Da kann ich dann auch noch so Auto, Farbton, Kontrast, Farbe, das ja, würde ich aber nicht unbedingt empfehlen, weil es manchmal dann wirklich schlimmer aussieht danach als davor. Da kann ich das Bild dann auch noch drehen und duplizieren, ja, genau. Das erkläre ich alles auch nochmal später ein bisschen genauer. Bei Ebenen kann ich hier eben neue Ebenen anlegen, eben duplizieren und alles mögliche mit den Ebenen halt anrichten, das werde ich auch später noch erklären. Schrift ist eigentlich, also brauche ich persönlich jetzt so gut wie gar nie, außer die, brauche ich eigentlich gar nie. Kann man sich trotzdem, wenn man mag, mal ein bisschen durchklicken und gucken, was halt macht. Auswahl brauche ich sehr oft, wenn ich jetzt irgendwo eine Auswahl habe, mache ich jetzt gerade mal so. Jetzt habe ich hier das hier in der Mitte ausgewählt. Wenn ich jetzt auf Auswahl gehe, kann ich zum Beispiel die Auswahl umkehren. Jetzt habe ich alles außenrum markiert und dann kann ich das nochmal umkehren. Jetzt habe ich wieder das Innere. Dann kann ich hier auch die Auswahl verändern. Zum Beispiel kann ich dann die Auswahl abrunden. Ich kann sie ein bisschen größer machen, ein bisschen kleiner machen, eine weiche Kante geben. Werde ich auch später noch genauer drauf eingehen. Und ganz wichtig, das ist irgendwie am Anfang bei Photoshop bei ganz vielen das Problem, dass sie diese Auswahl nicht mehr wegbekommen, weil ich kann da auch jetzt rumklicken, wie ich will. Diese Auswahl geht einfach nicht mehr weg. Deswegen geht man hier auf Auswahl, Auswahl aufheben. Oder man merkt sich am besten gleich das Tastenkürzel, was hier steht, Steuerung D. Genau. Bei Filter gibt es eben, wie man es schon sich gedacht hat, ganz viele Filter, irgendwie Weichzeichnungsfilter, das macht dann so einen Unscharf-Effekt rein. Werde ich auch später noch genauer drauf eingehen. Ansicht, kann ich eben Sachen anzeigen, wie zum Beispiel das Lineal, was ich jetzt hier links habe, jetzt ist es weg. Das kann ich jetzt auch wieder reinmachen. Da sehe ich auch immer dann, wo ein Häkchen drin ist, wird angezeigt. Auf Anzeige habe ich dann nochmal ein bisschen mehr intelligente Hilfslinien, werde ich nachher auch noch sagen, was das ist. Und Raster, kann ich jetzt auch mal, da habe ich hier so, wie auf so einem Millimeter Papier. Ist vielleicht manchmal auch ganz hilfreich. Ich brauche es jetzt aber gerade nicht. Kann neue Hilfslinien hinzufügen. Sagen auf vertikal oder horizontal. Nicht so. Kann ich dann irgendwo hinziehen. Genau. Kann ich aber, wenn ich das Lineal angezeigt habe, auch einfach so hier runterziehen. Und wenn ich die dann wieder weg haben möchte, gehe ich einfach auf Ansicht, Hilfslinien löschen. Genau. Fenster. Das ist sehr wichtig am Anfang. Hier habe ich alle meine Fenster, die ich benötige. Die kann ich dann auch einfach wieder mit dem Haken anzeigen bzw. ausblenden. Ich kann jetzt zum Beispiel mal hier den Navigator einblenden. Das habe ich jetzt hier. Und jetzt, wenn ich hier mal Kasten hinziehe, mache ich jetzt mal schnell rot, sehe ich den hier. Wenn ich jetzt im Dokument ranzoome, sehe ich immer mit diesem Rechteck, wo ich mich gerade befinde. Das ist wirklich sehr hilfreich, wenn ich irgendwas freistellen möchte oder so. Werde ich auch nachher noch genauer zeigen. Das machen wir jetzt erstmal wieder weg. Und auf Hilfe, ja, wie man es bei jedem Programm halt kennt, Photoshop Online Hilfe und ja, kann man sich auch mal ein bisschen durchlesen, wenn man möchte. Genau. Jetzt gehe ich erstmal ein bisschen auf die Benutzeroberfläche allgemein ein. Und zwar ist ja, wenn man Photoshop startet, immer erstmal alles ein bisschen, also wenn man es noch nie gesehen hat, ist alles ein bisschen durcheinander. Man versteht gar nicht richtig, wo ist was, womit mache ich was. Und dann kann es auch schnell mal passieren, dass es irgendwie, was weiß ich, auf einmal so aussieht. Ja, ist eigentlich gar kein Problem, weil das ist wirklich sehr gut gelöst in Photoshop, finde ich. Du kannst dann einfach diese Boxen hier oben anpacken, an die Kante ziehen. Das sieht man rechts, ist so ein blauer Streifen.
und es dockt dann einfach so an. Genauso hier mit dem Werkzeug. Jetzt ziehe ich jetzt einfach daran, dann ist es wieder da. Dann habe ich hier oben so paar verschiedene Anordnungen von diesen ganzen Fenstern. Standardmäßig ist es, glaube ich, auf Grundelemente, das was ich jetzt habe, das hier oben sind dann die Farbfelder, dann sind hier ein paar Sachen, unten die Ebenen. Und da kann ich mir dann einfach durchgehen, bei Bewegung zum Beispiel, ist hier oben jetzt zum Beispiel hier die Info, dann sehe ich immer mit der X- und Y-Koordinate, wo mein Mauszeiger gerade ist, was für eine Farbe der Hintergrund hat. Hier ist jetzt zum Beispiel RGB 25500, das wäre rot. Hier 255, 255, 255, wäre weiß. Und XY-Koordinate sehe ich eben auch. Genau. Dann hier malen, dann werden mir die ganzen Brushes und auch Farben wieder angezeigt. Fotografie sind die ganzen Fotofilter direkt schon drin. Typografie habe ich dann Absatzformate etc. Ja. Und man kann sich auch selber solche Arbeitsbereiche anlegen, indem ich hier auf neuen Arbeitsbereich gehe. Den kann ich jetzt benennen. Nenne ich jetzt einfach mal Tutorial. Speichern. Jetzt hat es mir in Tutorial gespeichert, genau das, was ich jetzt hier drin habe im Moment. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen deswegen kann man den eigentlich nochmal. Nee. Bleib mal hier im Tutorial. Jetzt kann ich diese einzelnen Fenster hier einfach rausziehen, wo ich nicht brauche. Rechtsklick schließen. Sagen wir mal, das Absatzformate brauchen wir auch nicht. Können wir auch schließen. Zeichenformate brauchen wir auch nicht. Können wir auch schließen. Jetzt habe ich hier nur noch die Ebenen. Und hier rechts ein paar Sachen. Und da kann ich jetzt einfach auf Fenster das jeweilige raussuchen, was ich brauche. Zum Beispiel sagen wir jetzt mal, ich möchte diese Navigation, wo ich vorhin schon kurz mal gezeigt habe. Dann gehe ich hier auf Navigator. Hab das hier und kann mir das jetzt einfach hier oben reinziehen. Sieht man wieder diesen blauen Strich. Und das ist jetzt hier oben drin. Dann möchte ich eventuell noch, was möchten wir denn noch? Die Farbfelder. Kann ich mir jetzt auch noch hier oben reinziehen. Und ich würde sagen, das ist eigentlich schon fast das Wichtigste, was man braucht. Hier rechts, diese Stile könnte man eventuell noch wegmachen. Hier auf der Info haben wir jetzt auch wieder meine XY-Koordinate und die RGB-Sachen. Die kann ich dann auch einfach, wenn ich das jetzt mal schließe, Fenster in Info und das setzt mir auch direkt dann da rein. Hier, das sind die ganzen Schritte, die ich gemacht habe, kann ich wieder rückwärts gehen mit Steuerung Alt-Z, beziehungsweise ich kann einen Schritt rückwärts gehen mit Steuerung Z und wieder, das kann ich jetzt gerade auch mal kurz zeigen. Ich ziehe jetzt hier mal so einen Kasten hin, dann ziehe ich hier noch so einen Kasten hin und hier, wenn ich jetzt Steuerung Z drücke, macht es den Kasten wieder weg. Wenn ich nochmal Steuerung Z drücke, macht es ihn wieder hin. Das heißt, wenn ich noch einen weiteren Schritt zurück möchte, muss ich Steuerung Alt Z drücken. Dann geht das auch weg, dann geht das auch weg. Genau. So, was für Fenster wollen wir vielleicht noch? Wir wollen eventuell noch Absatzformate, das kennt man ja auch aus Photoshop etc. Die Absatzformate möchte ich aber nicht hier oben drin haben, sondern auch da rein. Kann ich dann einfach reinziehen. Dann möchte ich eventuell noch ganz normalen Absatz, wo ich dann einfach so Schriftgröße einstellen kann, ob es kursiv sein soll etc. Genau. Dann kann ich hier das alles noch anpassen. Ich möchte das zum Beispiel nicht so groß haben. Dann ziehe ich das ein bisschen hoch, habe ein bisschen mehr Platz für die Ebenen. So. Das war es eigentlich auch schon mit meiner Benutzeroberfläche. Wenn ich zum Beispiel jetzt ich möchte jetzt nicht mehr was freistellen oder so, sondern ein Foto bearbeiten, kann ich dann eben einfach hier oben rein und auf Fotografie wechseln, beziehungsweise ich kann mir dafür dann auch nochmal extra ein eigenes anlegen für die Sachen, die ich eben benötige. Und ist eigentlich schon echt geschickt, wenn man sich da ein paar Sachen voreinstellt. Ich gehe jetzt hier wieder auf das Tutorial. Genau. So, als nächstes würde ich sagen, ich gehe jetzt einfach mal die ganzen Werkzeuge von vorne bis hinten durch. Und fangen wir einfach an hier mit unserem ganz normalen Mauszeiger. Den brauche ich einfach nur, um Sachen zu verschieben.
Beziehungsweise ich erkläre jetzt erstmal noch, was es mit diesen Ebenen auf sich hat. Das ist natürlich, ja, das ist eigentlich sehr wichtig in Photoshop, weil man fast nur mit diesen Ebenen arbeitet. Diese Ebenen muss man sich einfach vorstellen, wie Sachen, die übereinander liegen. Also das hier ist die Hintergrundebene, dieses Weiß, und oben drauf liegt dieses rote Rechteck. Jetzt kann ich mal noch einen Kasten hinziehen. Das macht dann direkt eine neue Ebene oben drüber. Das mache ich jetzt mal grün. Und hier in den Ebenenansichten sieht man jetzt eben, der grüne Kasten ist eine Ebene über dem roten. Deswegen kann ich jetzt auch drüber ziehen und der rote liegt hinten dran. Wenn ich jetzt den grünen unter den roten verschiebe, liegt der rote oben dran, weil der ist jetzt hier auch drüber. Genau. Und das war auch ein paar Mal das Problem, was ich bei anderen festgestellt hatte, dass sie dann irgendwie fast verzweifelt sind, weil sie hier auf den grünen Kasten geklickt haben und den verziehen wollen und trotzdem verzieht sich der rote. Da muss man immer drauf gucken, welche Ebene ist gerade markiert. Ich will den grünen Kasten verschieben, also muss ich auch auf die Ebene mit dem grünen Kasten. Dann kann ich den auch verschieben. Genau. Und das ist eigentlich so das Einzige, wofür ich diese Mauszeiger brauche, um irgendwas zu verschieben. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier drin bin, kann ich es nicht mehr verziehen, weil ich dann eine Auswahl nehme. Und da kann ich dann auch, ja, genau. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste, was man bei dem Werkzeug wissen braucht. Dann hier unser Auswahlwerkzeug. Wie es der Name schon sagt, kann ich damit Sachen irgendwie auswählen. Ich kann jetzt zum Beispiel hier von diesem roten Rechteck so den oberen Teil auswählen. Hier mit diesem Kasten, mit dem Auswahl-Rechteck-Werkzeug und kann den weglöschen. Natürlich. Erstmal ist das Problem, dass man hier an der Ebene sieht, da ist so ein Rechteck. Das heißt, dass wenn ich jetzt was weglöschen würde, dass der ganze Kasten weggeht. Das will ich aber nicht, deswegen muss ich immer, wenn ich eine neue Form oder sowas anlege, erstmal Rechtsklick, Ebene rastern. Rechtsklick, Ebene rastern, und das machen wir jetzt beim Hintergrund auch noch, den machen wir aus dem Hintergrund raus, okay, sonst kann ich da drin nämlich nicht rumradieren etc., deswegen mache ich das immer gleich als erstes raus. So, wenn ich jetzt aber hier oben dieses rote Rechteck weglöschen möchte, ich habe mir jetzt extra hier so ein Teil markiert, möchte das weglöschen, passiert nichts. Warum? Ich bin auf der falschen Ebene. So, ich gehe also auf die rote Ebene, drücke entfernen, jetzt ist da dieses Eck rausgelöscht. Jetzt gehe ich auf die grüne Ebene, mache da sowas und das ist rausgelöscht. Wie man hier jetzt sehen kann, wenn ich ranzoome, sieht man auch immer mit diesem Rechteck, wo ich gerade bin. Ist eigentlich echt praktisch, gerade wenn man dann später Bilder freistellt, wie ich bereits gesagt habe. So, dann gibt es hier auch noch die Ellipse, Auswahl Ellipse, das ist eigentlich fast genau das gleiche, außer dass es halt so einen Kreis macht. Wenn ich da bei dem Kreisziehen Shift gedrückt halte, wird es schön ein runder Kreis und kein so ovales Ei-Dingsbumsens. Und da kann ich dann auch eben sowas weglöschen. Dann habe ich hier noch Auswahlwerkzeug einzelne Zeile. Das braucht man eigentlich so gut wie nie. Das macht dann einfach so einen pixeldünnen Strich weg. Wenn ich ganz nah ans Dokument ran zoome, sehe ich auch die einzelnen Pixel. Das sind diese kleinen Kasten. Einzelkasten ist ein Pixel. Und ja, jetzt war ich wieder auf der falschen Ebene. Jetzt habe ich hier beim Grün eben so einen Pixel rausgelöscht. Und dann gibt es genau dieses Werkzeug nochmal für so nach oben halt. Genau. Das waren eigentlich jetzt auch schon die Auswahlwerkzeuge. Da kann ich jetzt vielleicht noch kurz zeigen, habe ich ja vorher schon mal kurz angesprochen. Wenn ich jetzt hier so eine Auswahl habe, na, ich mache jetzt mal so ein Rechteck und merke, eigentlich ist das Rechteck mir viel zu, Kreis. Eigentlich ist der Kreis mir viel zu groß. Dann kann ich einfach hier auf Auswahl verändern, verkleinern. Dann muss ich dann eingeben, wie viel Pixel es kleiner sein soll. Ich mache jetzt einfach mal 20, dass man es auch gut sieht. Jetzt ist es um 20 Pixel kleiner. So. Das Problem hierbei ist, dass es dann immer so eckig wird bei Kreisen. Darum empfehle ich, dass man es einfach gleich mit der richtigen Größe macht. Dann gibt es damit auch keine Probleme.
Die Auswahl aufheben, habe ich ja vorher auch schon mal gesagt, kann man auf Auswahl, Auswahl aufheben, dann ist es weg. Oder ihr drückt einfach Steuerung D. Würde ich wirklich empfehlen, dass ihr euch das merkt, weil geht wirklich wesentlich schneller. Und irgendwann muss man da auch gar nicht mehr drüber nachdenken, was was ist, sondern man macht es einfach. Steuerung, ja, Steuerung D. Was könnte ich denn noch zeigen? Genau, ich will jetzt die Auswahl von genau diesem roten Rechteck, also es soll wirklich so einmal außenrum markieren. Dann gehe ich auf die Ebene mit dem roten Rechteck und das wäre jetzt wirklich viel Arbeit, wenn ich da einmal außenrum gehe zu markieren. Deswegen halte ich einfach Steuerung gedrückt, gehe hier dann über dieses kleine Miniaturbild. Dann seht ihr schon, am Mauszeiger ist so ein kleines Rechteck. Und wenn ich jetzt auf dieses Miniaturbild draufklicke mit gedrückter Steuerungstaste, mit Linksklick dann draufklicke, nimmt es mir die Auswahl von diesem Rechteck. Das ist sehr praktisch, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses ganze Rechteck kleiner haben möchte, um ein Pixel oder so, dann kann ich einfach Auswahl verändern, verkleinern, ein Pixel. Und jetzt ist das Problem natürlich, dass wenn ich jetzt entfernen drücke, macht es mir nicht einen Pixel kleiner, sondern alles außer einen Pixel außenrum weg. Ist ja logisch, weil ich das innen drin markiert habe. Deswegen Steuerung Z rückgängig. Und das kann ich verändern, indem ich einfach Auswahl verändern. Auswahl umkehren. Hier. Jetzt sieht man hier an dieser gestrichelten Linie, ich habe alles außenrum markiert. Das heißt, ich kann jetzt diesen Pixel hier weglöschen. Das Ganze kann ich auch mit Steuerung Shift I machen. Jetzt ist es wieder so, wenn ich jetzt nochmal Steuerung Shift I drücke, habe ich wieder das alles außenrum. Dann drücke ich einfach entfernen, jetzt ist es ein Pixel kleiner. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Rand um irgendwas rum haben möchte, kann ich natürlich auch so, wie ich es am Anfang hatte, Auswahl verändern, verkleinern. Mache ich jetzt mal 5 Pixel, dass man es ein bisschen besser sieht. Entfernen. Jetzt habe ich hier noch nur noch so den Rand eben. Da ist auch wieder das Problem, dass es dann manchmal so ein bisschen Kanten reinmacht. So, dann war es das jetzt eigentlich mit diesem Auswahlwerkzeug. Dann gehen wir direkt mal auf diese Auswahlwerkzeuge. Da gibt es einmal das Lasso, einmal das Polygon-Lasso und einmal das magnetische Lasso. Ach ja, was ich noch sagen sollte, um hier diese verschiedenen zu bekommen, muss man einfach länger auf dem jeweiligen Werkzeug draufbleiben mit gedrückter linker Maustaste. Dann kann ich hier das jeweilige, was ich will, auswählen. Ich nehme jetzt als erstes mal das Lasso-Werkzeug. Mit dem Lasso-Werkzeug kann ich einfach mit gedrückter Maustaste so irgendwo rumfahren. Und dann nimmt es mir die Auswahl genau von da. Also immer mit gedrückter Maustaste. Genau. Braucht man eigentlich wirklich eher selten, da die Auswahl halt immer ein bisschen wackelig, kantig wird, was man ja meistens nicht unbedingt möchte. Darum gibt es ja auch noch weitere solche Auswahlwerkzeuge. Zum einen das Polygon-Lasso, da kann ich immer irgendwo hinklicken, dann zieht es mir automatisch so eine Linie, ich klicke noch irgendwo hin, dann kann ich da wieder hin und wenn ich währenddessen Shift gedrückt halte, macht es mir immer so einen schönen Winkel, zum Beispiel irgendwie 90, 45 Grad und dann kann ich schön gerade hier rüber, jetzt gehe ich hier wieder runter und kann es hier schließen. Jetzt habe ich hier so ein komisches Dreieck mit da noch so einem Zacken dran. Könnte ich jetzt, wenn ich will, wieder hier rauslöschen. Dann gibt es noch dieses magnetische Lasso-Werkzeug. Dieses magnetische Lasso-Werkzeug ist wirklich nur zu empfehlen, wenn man jetzt zum Beispiel so wie ich hier so einen extremen Kontrast hat zwischen weiß und einer Farbe, beziehungsweise wenn das jetzt schwarz wäre, würde es auch gut gehen, aber wenn das jetzt verschiedene Grüntöne nur wären oder so, kann man es echt vergessen, weil das richtet sich immer hier nach diesen Farben, da kann ich dann auch so einfach außen rum und man sieht schon, wenn man es jetzt nicht so extrem übertreibt wie ich, packt es da automatisch dann immer solche Dinger hin. Hier kann ich es dann wieder schließen. Genau. Jetzt sehe ich aber, ich wollte eigentlich nur das Grüne markieren und habe hier außenrum aber, weil ich ein bisschen gewackelt habe, ganz viel vom Weißen noch. Und wenn ich das nicht möchte, kann ich das ganz einfach wieder anpassen, indem ich hier unten auf diese Maske klicke. Jetzt sehe ich, alles was nicht markiert ist, ist so pink. So rot-pink. Und alles was markiert ist, ist halt diese normale Farbe.
Jetzt kann ich, wenn ich in diesem Modus drinne bin, zum einen hier mit dem Pinselwerkzeug, den ich mir dann einstelle mit auf Härte 100% und Größe lasse ich jetzt mal, naja, mache ich mal vielleicht 5 Pixel. Und ich nehme mir hier Weiß als Farbe und zoome mich mal ran. Dann sehe ich, ich kann hier die Auswahl größer machen. Mit Steuerung Z kann ich das dann wieder zurück machen. Ich nehme jetzt einfach mal einen Pixel und Härte 100%. Jetzt kann ich hier schön so rüber gehen und meine Auswahl perfekt anpassen. Beziehungsweise ich kann es mir auch ganz clever machen, weil es so schön gerade Linie hier ist. Markiere ich einfach alles das, was ich jetzt noch dazu markiert haben möchte. Es geht ja hier so rein. Ich möchte es aber ganz gerade haben. Nehme hier einfach dieses Füllwerkzeug. Die Farbe mache ich auf Weiß, habe ich jetzt schon. Und klick da rein. So, jetzt habe ich das alles im Prinzip weiß gemacht, aber ich habe es auf der Ebene nicht weiß gemacht, sondern habe ich, ich habe, weil ich hier in diesem Maskenmodus bin, nur die Auswahl vergrößert. Genau das gleiche kann ich auch hier machen, wenn ich irgendwo was zu groß habe. Ziehe ich mir hier wieder diesen Kasten hin, nimm wieder meinen Eimer und mache es aber schwarz. Dann sehe ich auch, wenn ich schwarz nehme, macht die Auswahl weg. Jetzt habe ich hier unten noch so ein Fitzelchen. Den mache ich dann wieder weiß. Und so kann ich das dann beim ganzen Teil haben, wo ich die Auswahl davon will. Und wenn ich jetzt hier aus der Maske wieder rausgehe, sehe ich, ich habe jetzt die Auswahl hier schön gerade, keine so riesigen Ausbeulungen mehr. Und das gleiche könnte ich jetzt hier und hier auch noch machen, beziehungsweise hier. Was jetzt aber gerade nicht so wichtig ist. Wenn ich jetzt aber mit diesem Füllwerkzeug drauf gehe, macht es mir wirklich in meiner Ebene das schwarz. Also ihr könnt es wirklich nur machen, wenn ihr hier drauf geklickt habt und es dann so farbig ist. Diese Farbe kann man übrigens auch in den Voreinstellungen, was ich vorhin mal gezeigt habe, einstellen. Ist es aber eigentlich nicht so wichtig. Genau, wo waren wir? Jetzt haben wir noch. Also, ich muss noch dazu sagen, bei diesen Werkzeugen nehme ich meistens das Polygon-Lasso-Werkzeug, weil es mir einfach am einfachsten fällt. Ich nehme hier genau den Pixel, halt dann Shift gedrückt, dann macht es auch so eine gerade Linie. Kann dann einfach bis hierhin, nach da oben, bis hierhin. Hier wäre es jetzt ein bisschen Friemelarbeit, weil es halt so ein bisschen abgerundet ist. Dann mache ich immer einzelne Klicks. Und ja, wenn ich jetzt irgendwo doppelklicke, macht es mir automatisch dann die Auswahl zu. Wie ihr hier sehen könnt. Genau. So, hier haben wir einmal das Zauberstabwerkzeug. Da kann ich dann einfach, indem ich klicke, alles mit derselben Farbe markieren. Und wenn ich dann Shift gedrückt halte und nochmal klicke, dann macht es mir das dazu. Also mit Shift mache ich immer was dazu. Mit Alt mache ich es wieder weg. Das kann ich dann auch hier oben umstellen. Das hier ist das ganz normale. Hier mache ich was dazu. Hier mache ich was weg. Hier bin ich jetzt wieder auf dem normalen. Wenn ich jetzt in das Weiße klicke, markiert es mir auch noch das ganze Weiße dazu. Will ich jetzt aber nicht. So, das war eigentlich auch schon der Zauberstabwerkzeug. Das ist wirklich sehr praktisch, wenn man einfach einen einfarbigen Hintergrund hat und irgendein zum Beispiel extrem rotes Bild oder so in der Mitte hat, der sich vom Hintergrund stark abhebt, kann man einfach einmal reinklicken und man hat das Ganze eigentlich schon markiert. Dann gibt es hier noch das Schnellauswahlwerkzeug, was eigentlich auch sehr praktisch ist. Da habe ich so einen Kreis und kann dann einfach so drüber ziehen über das, was ich haben möchte. Zum Beispiel möchte ich jetzt auch noch das Rote hier markiert haben. Muss ich wieder. Das ist automatisch schon auf Plus. Naja, das ist jetzt für das nicht so gedacht. Aber wenn ich da einfach irgendwas habe, kann ich einfach so einmal außen rum. Jetzt habe ich zum Beispiel alles außerhalb des Grün. Dieser grünen Form. Wenn es funktionieren würde. Das nimmt man jetzt immer hier oben, so ein Pixel. Naja.
Wie gesagt, ich benutze für sowas meistens dieses Polygon-Lasso-Werkzeug. Dieses Werkzeug hier ist meistens, wenn man es noch nie benutzt hat, irgendwie ein bisschen stressig, wenn man dann irgendwie am Arbeiten ist und man kommt aus Versehen da drauf, dann ist man auf einmal in diesem komischen Modus hier. Aber das Werkzeug ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Bild habe und ich möchte jetzt davon nur einen Teil davon und das dann wirklich auch einzeln speichern, dann ziehe ich hier einfach so einen Kasten hin, genau das, was ich haben möchte. Ich möchte jetzt diesen Teil haben, lass los. Jetzt sehe ich, ich habe hier das hier ausgewählt, kann das hier noch schön zurechtziehen, falls es doch zu groß oder zu klein ist. Hier kann ich dann auch noch mit Shift gedrückt halten, wird es dann proportional größer, wie auch schon vorhin mal gesagt. Und da kann ich dann einfach Eingabe drücken. Jetzt hat es mir das hier ausgewählt und das hier könnte ich jetzt als einzelnes Bild speichern. Möchte ich aber jetzt auch nicht, Steuerung Z. Wenn man hier jetzt drin ist und man weiß nicht, wie komme ich da wieder raus, einfach Rechtsklick, abbrechen. So, ein weiteres, diese Werkzeuge sind eigentlich, die braucht ihr eigentlich nicht wirklich. Das braucht ihr nur, wenn ihr eine Homepage macht, um die einzelnen Bilder dann zu nehmen, um für den Scripter dann. Darauf werde ich jetzt nicht näher eingehen. Hier, das Pimpettenwerkzeug. Das ist eigentlich auch sehr hilfreich. Da kann ich einfach irgendeine beliebige Farbe nehmen. Ich möchte jetzt zum Beispiel, ich nehme es nochmal weiß, ich möchte jetzt zum Beispiel, dass dieser Kasten hier genau dieses Grün hier hat. Dann kann ich einfach, also wenn ich einen Kasten ziehe, hat es ja wieder hier unten dieses Rechteck, solange das hier noch ist, kann ich einfach Doppelklick reinmachen, um die Farbe zu ändern. Und mit dem Pipettenwerkzeug gehe ich dann auf dieses Grün, dann macht es mir den Kasten genau dieses Grün. Oder ich möchte dieses Rot, dann macht es mir genau dieses Rot. Und so kann ich einfach genau die Farbe, die ich will, raussuchen und dem dann auch geben. Kann ich kurz auch noch zeigen, wenn ich jetzt Rechtsklick Ebene rastern, dann kann ich nicht mehr so Doppelklick reinmachen, um die Farbe zu ändern. Dann kann ich entweder mit diesem Füllwerkzeug, was ich aber nicht empfehle, arbeiten, oder ich mache Rechtsklick auf die Ebene und Fülloption. Das werde ich nachher auch nochmal, dieses Fenster, genauer erklären. Da gehe ich dann auf Farbüberlagerung, kann hier dann die Farbe auswählen, die es haben soll, und dann nehme ich einfach wieder mein Grün. Muss man aber darauf achten, dass die Deckkraft auf 100% ist, sonst, genau. Die Ebene lösche ich jetzt mal wieder. So, diese anderen Werkzeuge hier, das Lineal, da kann ich dann eben, so einen Strich ziehen. Dann zeigt es mir genau an, wie lang das ist und an welchen Koordinaten das ist. Ich kann es zum Beispiel, zoome ich hier mal ran, von diesem Pixel bis zu diesem Pixel, mit Shift gedrückt wird es dann wieder schön grad. Jetzt sehe ich Breite von 9,87 Pixel, wird es wahrscheinlich sein, nee, nicht Pixel, Zentimeter, Millimeter, ich vermute mal Millimeter, und Höhe von 0, Winkel und X- und Y-Koordinate. Genau. Braucht man aber auch eher seltener. Das Anmerkungswerkzeug, das habe ich persönlich wirklich noch nie benutzt. Da kann ich mir irgendwie eine Anmerkung halt hinsetzen. Zum Beispiel muss noch freistellen. So. Und das kann ich dann anklicken. Dann sehe ich, was ich da reingeschrieben habe. Die kann ich dann auch. Die kann ich, ja, Rechtsklick, Anmerkung löschen, kann ich das wieder wegmachen. So. Diese Werkzeuge sind jetzt auch eher relativ unwichtig, würde ich jetzt einfach mal behaupten, zumindest für dieses Tutorial hier. Das rote Augenwerkzeug ist vielleicht ganz nett, da bräuchte ich jetzt ein Bild dazu. Mache ich mal ganz kurz einen Cut und suche mir ein Bild raus, wo ich das noch kurz zeigen kann. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe mir jetzt mal ein ganz hübsches Bild von so einem jungen Burschen rausgesucht, der wirklich super toll aussieht, um euch mal dieses rote Augenwerkzeug zu zeigen. Ich habe gerade schon ein bisschen damit rumprobiert und muss sagen, benutzt es nicht.
Also, ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass das Bild ein bisschen schlecht ist, aber wie ihr seht, das macht dann einfach so einen schwarzen Punkt rein. Funktioniert irgendwie nicht so toll. Das macht man dann eigentlich anders, indem man hier einfach die Auswahl davon nimmt. Und dann mit den Farbfiltern arbeitet. Ja, keine Ahnung. Naja, das soll jetzt aber eigentlich auch gar nicht hier in dieses Tutorial rein. Aber ich kann euch jetzt am Beispiel von diesem Bild mal zeigen, wie man Sachen richtig freistellt. Wir haben ja jetzt hier unsere Auswahlwerkzeuge schon durch und ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, was man damit so macht. Hier seht ihr schon, dieser Zauberstabwerkzeug markiert einfach alles, wo ähnliche Farben hat. Ist jetzt hier extrem blöd, weil sonst da die Haare weggeschnitten werden. Wollen wir ja nicht. Deswegen, ich kann es jetzt auch nochmal mit diesem Schnellauswahlwerkzeug, da schneidet es mir sogar den ganzen Kopf ab. Wollen wir natürlich auch nicht. Das kann ich hier oben natürlich noch alles einstellen, beziehungsweise hier beim Zauberstabwerkzeug auch, dass es die Toleranz ein bisschen runter macht, beziehungsweise hoch macht. Aber wir machen das jetzt einfach mal von Hand. Dann nehme ich mir hier mein Polygon-Lasso-Werkzeug und scroll ein bisschen ran. Jetzt sehen wir auch, wofür diese Navigation sehr hilfreich ist. Wenn ich jetzt so nah rangezoomt habe, habe ich keine Ahnung, wo ich eigentlich bin. Wenn ich jetzt hier gucke, dieser rechte. Hier kann ich dann auch rein und rauszoomen. Dieses Rechteck, dieses rote, zeigt mir genau, wo ich bin. Aha, ich bin jetzt am Ohr. Dann gehe ich jetzt. Ich mache das jetzt mal nicht so schön. So eine Auswahl erstellen ist immer nicht so spannend. Wenn ich jetzt hier in diesem Auswahlmodus bin, kann ich nicht mehr hin und her scrollen, beziehungsweise auch nicht mehr raus und rein scrollen. Aber wenn ich Leertaste gedrückt halte, kommt hier so eine schöne Hand. Und dann kann ich einfach mit linker Maustaste gedrückt irgendwo hinziehen. Zum Beispiel jetzt hier hin. Kann ich hier die Auswahl weitermachen. Hier hin. Sehe ich wieder nichts davon, dann drücke ich wieder Leertaste und kann mich so rüber hangeln. Das mache ich jetzt einmal außen rum. Ja, wird jetzt natürlich nicht schön. Ist jetzt auch gerade nicht mein Ziel. Ich will euch nur zeigen, wie man damit umgeht. Und ich möchte jetzt nicht das Innere weglöschen, aber trotzdem. Ja, mache ich jetzt einfach mal hier zu. Jetzt habe ich ja alles innen drin markiert. Das möchte ich aber nicht, deswegen mache ich wieder Auswahl. Auswahl umkehren, beziehungsweise Umschalt, Steuerung I. Jetzt habe ich alles außenrum markiert. Kann entfernen drücken. Und jetzt habe ich eben nur noch hier den Kopf. Das ist jetzt alles sehr, sehr kantig. Wenn ich jetzt hier in diesem Modus bin, kann ich auch wieder diese Schnittmaske reinmachen. Und kann dann schön nochmal mit Schwarz und Weiß, wie ich es vorhin schon gezeigt habe, alles nachgehen. Also, ja, gerade so Haare sind immer ein bisschen Friemelarbeit, bis man die schön freigestellt hat. Aber ich denke mal, als Beispiel sollte das jetzt genügen. So, gehen wir zum nächsten Werkzeug. Das ist hier der Pinsel, beziehungsweise der Buntstift. Diese beiden sind eigentlich nicht so wichtig. Mit dem Pinsel kann man, wie man sich es auch schon gedacht hat, einfach so ein bisschen, ja, naja, ich mache jetzt mal eine neue Ebene und Farbe schwarz. Kann ich hier halt so einen Strich machen, der ist jetzt ein bisschen kantig. Ich kann hier dann auch, hier dann auch die Härte rausmachen. Jetzt ist es schön weich. Ich kann die Größe anpassen. Habe hier so ein paar Pinsel drin, die ich benutzen kann. Standardmäßig sind da nicht so viele drin. Ich glaube, bis hierhin sind sie standardmäßig. Und hier sind auch noch so ein paar. Ja. Genau. Braucht man jetzt eher zum Zeichnen mit dem Grafiktablet. Diese Pinsel kann ich auch ganz nach Belieben selber welche machen, indem ich einfach genau hier auf dieses Symbol hier klicke. Jetzt bin ich hier in diesem Fenster hier
und kann mir da nach Belieben einen eigenen Pinsel zusammenstellen. Zum Beispiel kann ich jetzt hier erstmal Pinsel formen, ein bisschen härter rein, raus, Größe einstellen, die Formeigenschaften kann man einfach ein bisschen rumprobieren, ein bisschen an Regeln rumschieben, gucken, was es verändert. Da kann ich jetzt so eine Streuung reinmachen, die Anzahl vergrößern, verkleinern und Struktur kann man der noch geben. Ja. Ein Rauschen, nasse Kanten. Kann man einfach rumprobieren. Ich mache jetzt mal den hier. Jetzt seht ihr, das macht so komische Punkte. Ja, langt dann auch mal wieder. Und ich kann aber auch mir aus dem Internet vorgefertigte Pinsel runterladen. Da gibt es echt tolle Sachen. Und die kann ich dann einfach hier, wenn ich hier so auf dieses Zahnrad Pinsel laden. Da hole ich mir dann den jeweiligen Pinsel und drücke auf Laden. Und dann habe ich die hier unten drin. Da habe ich jetzt zum Beispiel so ein Pinselpack mit irgendwelchen Flammen. Das ist jetzt ein bisschen groß. Sowas. Also gibt es wirklich sehr hilfreiche Sachen. Genau. Dann haben wir hier noch das Buntstiftwerkzeug. Das ist eigentlich so ziemlich das Gleiche, außer dass es halt kein so... Ja, es macht halt kein so schön eine Kante, sondern ist wirklich extrem hart. Also ich habe jetzt Härte 0% und trotzdem ist es so hart. Also mit dem arbeite ich wirklich eher selten. Genau. Hier habe ich den Kopierstempel. Das ist wirklich ein sehr hilfreiches Tool, wenn man irgendwie Fotos bearbeitet. Das kann ich hier gerade nochmal zeigen. Zum Beispiel möchte ich jetzt keinen Mund mehr haben. Warum auch immer. Soll es ja mal geben. Mache ich jetzt mal die Deckkraft ganz hoch. Und jetzt habe ich hier diesen Kreis. Ich hoffe mal, das sieht man auch im Video. Und da kann ich den jetzt auch noch einstellen, wie groß ich den haben möchte. Ich möchte den aber mal so irgendwie. Und jetzt drücke ich Alt gedrückt. Dann kam da so eine Art Fadenkreuz. Und klickt dann auf die jeweilige Stelle. Und dann kopiert es mir genau diesen Bereich in diesem Kreis. Jetzt gehe ich dahin, wo ich es haben möchte. Ich möchte jetzt zum Beispiel, wie gesagt, keinen Mund mehr haben. Klick dann dahin und es geht so darüber. Wenn ich jetzt die Deckkraft ein bisschen rausnehme, ist da auch keine so starke Kante mehr. Ich nehme jetzt mit Alt gedrückt nochmal von irgendwo einen Bereich. Gehe hier dann so drüber. Und da sieht man auch, dieses kleine Kreuz zeigt mir an welche Stelle ich dann bin. Nehme ich von hier nochmal. So, das war jetzt zu dunkel. Nehme ich von hier. Jetzt mache ich die Deckkraft nochmal ganz runter. Gehe hier nochmal so ein bisschen drüber. Huch. Ja, jetzt bin ich da an die Nase gekommen. Und tada, ich habe keinen Mund mehr. Sieht ganz schön creepy aus, aber naja. Nur mal so zum zeigen, was man mit dem Pinselwerkzeug machen kann. Das ist auch sehr schön, wenn ich zum Beispiel irgendwie möchte ich die Leiste hier unten nicht haben, sondern es soll das auch Wand sein und das ist ja nicht, diese Wand ist ja nicht komplett weiß, die ist halt so ein bisschen pixelig. Da kann ich auch einfach hier das von der Wand kopieren und ich setze jetzt mal die Deckkraft auf 100 und kann da dann einfach so drüber fahren. So habe ich jetzt natürlich auch nicht so schön gemacht, kann man dann schöner machen. Aber jetzt ist hier eben so die Leiste weg und es sieht, also man sieht wirklich keinen Unterschied von der Wand zu diesem hier. Ist auch bei der Fotobearbeitung öfters mal sehr, sehr hilfreich, auch wenn man irgendwie, was weiß ich, ein Muttermal wegmachen möchte oder sowas. Das ist hier ist eigentlich nicht so wichtig. Hier dann das Radiergummi-Werkzeug, das ist eigentlich ganz schnell erklärt. Ich kann halt eben Sachen wegradieren. Hier kann ich auch einstellen, die Härte auf 0% macht es halt so erst halbtransparent und dann ganz weg. Wenn ich es jetzt auf 100% stelle, die Deckkraft, macht es so eine Kante rein. Das war eigentlich jetzt auch alles schon, was man hier wissen sollte. Beim Fluss kann ich noch einstellen, wenn ich das jetzt mal auf
30% stelle zum Beispiel. Ich habe jetzt die Deckkraft auf 100%, trotzdem wenn ich einmal rübergehe, ist noch nicht ganz weg, wenn ich nochmal rübergehe, immer noch nicht. Das heißt, dass man hier einfach so mehrmals drüber gehen muss, bis es wirklich weg ist. Das macht der Fluss. Den habe ich aber meistens auf 100%, außer wenn ich mit dem Grafiktablet irgendwas arbeite. Der Wischfinger. Fangen wir hier mal an mit... Achso, wir haben ein Werkzeug vergessen. Verlaufswerkzeug. Das Verlaufswerkzeug brauche ich auch sehr, sehr oft. Ist eigentlich auch nicht schwer einzusetzen. Ich gehe hier einfach auf das Verlaufswerkzeug und hier oben sehe ich dann, was für einen Verlauf ich gerade drin habe. Ich habe jetzt einen von so einem ganz normalen Verlauf, einen linearen. Hier kann ich dann auch einen radialen einstellen, so einen Verlaufswinkel, einen reflektierender und einen Rauteverlauf. Hier habe ich auch ein paar vorgefertigte Verläufe und ich kann mir aber auch natürlich einen eigenen erstellen. Ich mache mir jetzt einfach mal einen. Ich nehme hier jetzt irgendeinen und mache dann hier Doppelklick drauf. Jetzt kann ich hier meinen eigenen einstellen. Als linke Farbe nehme ich jetzt mal so ein Rot. Als rechte Farbe gehe ich ein bisschen ins Orange. Und da kann man eben auf diese kleinen Farbfelder hier klicken, um die Farben anzupassen. Auch die Position, wenn ich hier jetzt auf 50% gehe, ist es genau in der Mitte und nicht mehr rechts. Da kann ich dann auch noch mehrere Farben hinzufügen, indem ich einfach da irgendwo anders noch hinklicke. Zum Beispiel habe ich jetzt in der Mitte Orange und rechts möchte ich dann, was weiß ich, Grün. Dann geht es eben von diesem mittleren Orange zu einem Gelb ins Grün. Hier kann ich dann auch an diesen kleinen Rechtecken nochmal an diesen kleinen Rechtecken noch einstellen, wie schnell es da reingehen soll. Ich setze das jetzt aber wieder auf 50%, das hier genau zwischen diesen beiden Farbfeldern ist. Hier oben kann ich noch die Deckkraft der jeweiligen Farbe einstellen. Wenn ich jetzt hier auf 0 gehe, geht es zum Beispiel vom Transparent in Rot, in Orange, in Gelb, in Grün. Und ganz hinten ist 100%, hier in der Mitte ist dann 50% Deckkraft und hier 0%. Ich lasse es jetzt aber mal auf 100. Hier kann ich das dann auch noch die Deckkraft einstellen, lasse ich jetzt auch mal auf 100 und gehe jetzt einfach mal auf OK. Ich mache mir jetzt hier eine neue Ebene und jetzt kann ich mit diesem Farbverlauf einfach irgendwo drüber, dann macht es mir genau den. Das ist jetzt ein schöner Regenbogen und wenn ich beim Ziehen Shift gedrückt halte, macht es mir auch wieder wie überall diese schönen Winkel. Da kann ich schön 45 Grad Winkel so nach unten oder einfach ganz gerade nach unten, beziehungsweise nach oben oder links und rechts. Hier habe ich dann eben noch dieses Radialverlaufwerkzeug. Da macht es mir dann so einen Kreis. Wenn ich jetzt aber möchte, dass Grün in der Mitte ist und nicht Rot, kann ich ganz einfach hier auf Umkehren klicken. Zieh mir nochmal was, jetzt ist Grün in der Mitte. Kann ich dann so, ich will zum Beispiel jetzt das Grün ein bisschen größer, dann ziehe ich es einfach nochmal ein bisschen größer hin. Dann habe ich das hier noch. Das macht mir dann so einen komischen Winkel rein. Ob man das jetzt wirklich oft braucht, weiß ich nicht. Hier macht es mir dann so ein, macht es mir den Verlauf halt in der Mitte einmal quer rüber und hier macht es mir so einen Stern hin. Umkehren kann ich dann auch wieder rausmachen, jetzt ist Rot wieder in der Mitte. Genau, sieht wirklich wunderschön aus. Dann haben wir hier noch das ganz normale Füllwerkzeug, da habe ich einfach, kann ich irgendeine Farbe nehmen, ich nehme jetzt mal Rot und klicke dann irgendwo rein und dann macht es mir in diesem Bereich, wo es diese Farbe hat, das ist jetzt halt, kommt immer, ihr müsst dann natürlich hier auch dann immer aufpassen, auf welcher Ebene ihr seid. Ich habe jetzt auf dieser Ebene, auf der ich gerade bin, gar nichts, deswegen macht es mir alles rot. Wenn ich jetzt auf dieser Ebene hier bin, das ist jetzt eine doofe Farbe für das, nämlich blau. Wenn ich jetzt auf dieser Ebene bin und hier irgendwo hinklicke, macht es mir alles außenrum von dieser roten Linie blau, beziehungsweise wenn ich reinklicke, alles innen drin, beziehungsweise wenn ich genau auf die Linie klicke, macht es mir die Linie blau. Wenn ich jetzt hier auf dem Grün bin, machen wir es außenrum. Wenn ich hier reinklicke, macht es mir nur den Bereich, weil ich hier so einen pixeldünnen Abstand habe. Also es macht mir einfach immer alles mit den gleichen bzw. ähnlichen Farben, diese Farbe, die ich dann ausgewählt habe. Hier kann ich dann auch die Toleranz wieder einstellen, wie beim Zauberstabwerkzeug auch schon. Kann ich jetzt auch nochmal hier schnell zeigen. So, das macht mir jetzt alle ähnliche Farbtypen von der Haut blau, beziehungsweise hier die Wand. Macht mir jetzt einfach genau die Wand blau. Hier ist jetzt aber das Problem, dass anscheinend hier eine ähnliche Farbe ist wie bei der Wand.
Wenn ich jetzt hier mal die Toleranz auf, was weiß ich, 255 ist das Maximale, okay, dann stellen wir es auf 255. Jetzt macht es mir wirklich, das war gerade falsch rum. Toleranz müssen wir auf 0 stellen. Dann macht es mir wirklich nur die einzelnen Pixel hier. Das sieht man jetzt gar nicht. Wenn ich jetzt ranzoome, sieht man es. Das sind einfach immer diese Pixel, die ähnliche Farben haben. Jetzt mache ich die Toleranz mal auf 10 beispielsweise. Jetzt seht ihr. Ja. Genau. Ich denke mal, ihr habt das Prinzip davon verstanden. So. Das Weichzeichnerwerkzeug. Das Weichzeichnerwerkzeug, muss ich sagen, benutze ich relativ oft sogar. Da kann ich jetzt mal ein bisschen größer machen. Und auch die Härte, naja, die Härte lassen wir mal auf 0%. Jetzt kann ich hier einfach über mein Gesicht zum Beispiel. Und dann wird es so unscharf. Ich mache jetzt die Härte ein bisschen höher. Sonst sieht man davon gar nichts. Ich mache die Härte mal auf 100%. Also, ich glaube, man erkennt schon ein bisschen, dass es unscharf wird. Ich glaube, ich zeige es mal lieber hier. Hier ist jetzt eine schön gerade Kante. Mache ich jetzt mal ein bisschen kleiner. Jetzt sieht man, wird hier unscharf. Hier sieht man es besser. Dann haben wir hier den Scharfzeichner. Das Scharfzeichnerwerkzeug, das macht das gerade das gleiche, nur einmal andersrum halt. Wenn ich jetzt hier so eine weiche Kante habe, nehme ich das Scharfzeichnerwerkzeug. Mache ich jetzt auch Deckkraft 100. Ein bisschen größer. Dann machst du mir da wieder eine harte Kante rein. Ist dann leider ein bisschen verpixelt. Aber ja. Hier, das Wischfingerwerkzeug ist auch wirklich sehr interessant. Das ist eben wie so, wenn man mit einem nassen Finger über seine Farben auf ein Blatt Papier drüber wischt. Jetzt Deckkraft auch mal auf 100. Jetzt gehe ich hier so rüber. Ja, ich bin auf der falschen Ebene. So. Dann wischt es mir das eben so dahin. Da müsst ihr aber mit diesem Werkzeug immer ein bisschen aufpassen. Wenn ihr zu große Ebenen habt, hängt sich das Programm gerne mal auf. Weil das, ja. Ja, genau. Das waren auch schon diese drei Werkzeuge. Dann geht's weiter mit diesen Abwandlern, Nachbelichtern und Schwammwerkzeugen. So. Diese drei Werkzeuge braucht man eigentlich eher selten. Ich kann trotzdem mal kurz zeigen, was sie machen. Ich ziehe mir jetzt da mal so eine Ellipse hin und mache die so ein Grau. Und jetzt, wenn ich hier dieses, wo haben wir es denn? Dieses Abwandlerwerkzeug nehme und ich stelle da mal die Härte ein bisschen hoch und die Größe auch, kann ich hier so drüber. Dann sieht man, es wird leicht heller. Ich stelle jetzt mal die Härte auf 100%. Das kann man benutzen, um zum Beispiel irgendwie so eine Kugel zu machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier das heller mache und dann dieses Nachbelichter-Werkzeug nehme, das macht es dann dunkler. Das benutze ich dann auf dieser Seite. Dann wirkt es halt so ein bisschen rund. Normalerweise macht man da noch ein paar mehr Effekte etc. rein. Das habe ich, glaube ich, auch in einem anderen Tutorial erklärt. Aber das soll jetzt hier in dieses Tutorial gar nicht rein. Das ist eigentlich zu viel dafür. Das Schwammwerkzeug ist eigentlich recht unnötig. Muss ich einfach mal so sagen. Zumindest für einen Photoshop-Anfänger ist es ein unnötiges Werkzeug, weil der damit sowieso nie arbeiten wird. Das nächste Werkzeug ist wirklich ein sehr hilfreiches. Und zwar bin ich ja hier standardmäßig auf diese paar Formen hier beschränkt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Form haben möchte, die es nicht gibt, nehme ich hier dieses Zeichenstiftwerkzeug. Und mit diesem Zeichenstiftwerkzeug, mache ich mir jetzt gerade meine neue Ebene, kann ich wie in dem, zum Beispiel einem Vektorgrafikprogramm wie Illustrator, kann ich mir so eigene Formen hinziehen. Wenn ich dann gedrückt halte und ein bisschen dran ziehen tute, macht es mir eben solche Formen. Hier kann ich das auch schließen. Jetzt habe ich da so ein, was weiß ich, jetzt gefällt mir irgendwas nicht, dann gehe ich hier das Punktumwandlerwerkzeug, klicke das an, jetzt habe ich hier die ganzen Punkte und kann das nochmal ein bisschen von Hand verziehen.
Genau. So. Jetzt kann ich hier wieder auf mein Zeichenstiftwerkzeug. Hier kann ich dann auch noch Ankerpunkte hinzufügen. Also es sind diese kleinen Punkte hier, beziehungsweise entfernen. Ich mache jetzt mal den hier zum Beispiel weg. So. Und mit diesem Freiform-Zeichenstift, das zeige ich gleich noch. Jetzt kann ich hier Rechtsklick reinmachen. Und entweder ich möchte jetzt nur die Kontur davon, dann gehe ich hier auf Fahrtkontur füllen. Dann kann ich hier auswählen, was möchte ich denn, zum Beispiel meinen Pinsel. Den weiß ich jetzt gerade nicht, wie der eingestellt ist. Okay, da war noch diese Flammen drin. Normalerweise wird es mir jetzt diese Kontur hier nachziehen. Da muss man also erst das Pinselwerkzeug einstellen, bevor man das macht. Dann kann man noch die Auswahl davon erstellen. Okay, jetzt habe ich nur diese Auswahl eben. Das möchte ich jetzt aber auch nicht. Und dann kann ich noch die Pfadfläche füllen. Da kann ich alles einstellen, was für eine Farbe und bla. Nehme ich jetzt einfach mal die Vordergrundfarbe, das wäre jetzt in diesem Moment blau. Jetzt mache ich mir so ein blaues Teil hin, kann ich entfernen drücken, dann mache ich mir die ganzen Punkte wieder hin und ich habe eine Form, genauso wie ich sie hingezogen habe. Hier gibt es aber manchmal einen Bug, dass wenn ich dann sowas, da kann ich jetzt auch eben noch kurz dieses Freiformzeichen wegschreiben, da kann ich einfach so rumfahren. Ah, das ist jetzt blöd, das hat es da jetzt nicht verbunden. So. Ist auch manchmal ganz nützlich. Manchmal gibt es einen Bug, wenn ich dann Rechtsklick mache und Pfadfläche füllen, kommt dieses Fenster hier nicht. Ich habe keine Ahnung, wieso das so ist, aber das ist einfach, soweit ich weiß, ein Photoshop-Bug. Wenn dieses Fenster nicht kommt, die einzigste Lösung, die ich bis jetzt gefunden habe, ist das Programm neu starten, dann funktioniert es wieder. Genau. Das war es auch schon zu diesem Werkzeug, also ist wirklich sehr hilfreich, wie ich finde. Und ja, da kommen wir auch schon zum Textwerkzeug. Das Textwerkzeug ist eigentlich ganz easy. Ich klicke einfach, also entweder ich ziehe mir einen Textrahmen, was ich aber eigentlich nie mache, sondern ich, das machen wir nochmal weg, klicke einfach irgendwo hin und dann schreibe ich eben irgendwas. Hallo. So. Das ziehe ich jetzt mal hier runter, dass man es besser sieht. Ich kann jetzt den Text markieren. Und hier oben habe ich dann so ein paar Einstellungen. Irgendwie kann ich hier die Schriftart auswählen. Ich nehme da jetzt mal, keine Ahnung, irgendwas. So, hier kann ich die einzelnen Schriftschnitte, zum Beispiel Italic, wäre dann Kursiv, und Bold, Fett. Und hier die Schriftgröße. Nehme ich jetzt mal 72 Punkt, beziehungsweise das ist mir jetzt ein bisschen zu klein. Dann kann ich entweder hier was eingeben, mache ich 100 oder so, oder ich gehe hier auf mein Standardwerkzeug und drücke STRG T, um zu transformieren, beziehungsweise ich gehe auf auf Bearbeiten, Transformieren und Skalieren. Geht aber wirklich viel, viel länger als dieses STRG T, deswegen sollte man sich das einfach merken, STRG T transformieren, weil das braucht man auch wirklich sehr, sehr oft. Jetzt kann ich, indem ich Shift gedrückt halte und an der Ecke ziehe, das schön von Hand skalieren. Wenn ich jetzt das nochmal markiere, seht ihr, es hat mir automatisch dann auch die Punkte geändert. Das sind jetzt 214,57 Punkte. Davor waren es ja 100. Mache ich jetzt nochmal ein bisschen kleiner. Ich kann dann auch, wenn ich hier transformiert habe, Rechtsklick zum Beispiel um 90 Grad drehen. Beziehungsweise um 90 Grad in die andere Richtung drehen. Dann kann ich es um 180 Grad drehen. Ich kann es horizontal spiegeln, ich kann es vertikal spiegeln. Und ich kann es dann auch zum Beispiel hier skalieren. Ist das ganz normale, wie wir es jetzt gerade haben. Wenn ich jetzt auf Drehen klicke, kann ich es eben drehen. Wenn ich auf Neigen klicke, kann ich so hin und her neigen. Wenn ich auf Verformen klicke, funktioniert es nicht, weil es keine Form ist. Da müsste ich zuerst Rechtsklick, Text rastern. Jetzt kann ich es auch verformen. Kann ich dann so schön drin rumziehen. Aber meistens wird es dann unten so extrem verzogen und ist dann wirklich nicht schön. Von dem her macht man das auch eher selten. So, jetzt habe ich meinen Text wieder mit STRG Z, beziehungsweise STRG Alt Z.
Und wenn ich das jetzt hier markiert habe, kann ich hier dann auch noch zentriert, rechtsbündig, linksbündig. Und wenn ich jetzt noch mehr einstellen möchte, gehe ich hier auf das, beziehungsweise wenn man es jetzt nicht drin hat, auf Fenster und Absatz. Das habe ich jetzt aber hier schon drin. Da kann ich jetzt noch alles mögliche einstellen, wie weit die Buchstaben auseinander sind. Kursiv kann ich auch hier reinmachen, beziehungsweise fertig, kann tief gestellt, also Kapitelchen. Dann kann ich hochgestellt. Hier ist tief gestellt, das hier ist Kapitelchen. Ich kann es unterstrichen machen, ich kann es durchgestrichen machen. Und wenn ich jetzt noch mehr einstellen möchte, dann kann ich hier auf die Absatzformate gehen. Da lege ich mir jetzt mal einen neuen Absatzformat an. Und da kann ich dann wirklich fast so viel wie in InDesign einstellen. Hier auch wieder diese Grundeinstellungen mit der Farbe etc. Die Größe von der Höhe und der Breite der Buchstaben. Ja, kann man sich einfach mal ein bisschen durchklicken. Was wirklich noch sehr interessant ist hier, Blocksatz, linksbündig etc. Genau. Braucht man jetzt aber eigentlich in Photoshop eher seltener, da man solche Sachen ja eher mit InDesign oder anderen Desktop-Publishing Programmen macht. So. Genau, als nächstes gehen wir noch kurz auf diese Formwerkzeuge ein. Hier haben wir ein Rechteck, ein abgerundetes Rechteck, Ellipse, Polygon, Linienzeichner und eigene Formwerkzeug. Fangen wir mal von oben an. Da braucht man jetzt eigentlich nicht so viel zu erzählen. Hier kann ich die Farbe auswählen von der jeweiligen Fläche. Hier kann ich noch eine Kontur geben. Das hat jetzt eine schwarze Kontur von 3 Punkten. Ich möchte aber keine. Hier kann ich dann auch noch angeben, ob die Kontur gestrichelt oder gepunktet sein soll. Und ziehe ich jetzt einfach mal so hin. Wenn ich das erste Mal hingezogen habe, kann ich hier oben noch eingeben, wie breit und wie hoch es sein soll. Ich will jetzt mal eine schöne Zahl, sagen wir mal Breite 300, Höhe 125, können wir lassen. Enter. Jetzt machen wir das so 300 breit. Kann ich hier jetzt noch einstellen, wenn ich jetzt aber einmal rausklicke, kann man es, soweit ich weiß, nicht mehr einstellen. Wahrscheinlich geht es schon noch irgendwie und ich habe nur noch nicht rausgefunden, wie, aber ja. Am besten ihr macht es einfach sofort, wenn ihr eine bestimmte Breite haben wollt. Genau das gleiche kann man dann auch mit dem abgerundeten Rechteckwerkzeug machen und hier kann ich dann auch den Radius von den Ecken einstellen. Ich mache jetzt einmal hier eins mit 5 und jetzt machen wir mal noch eins mit 25. Sieht man eben hier, die Ecken sind sehr stark, also sehr viel stärker abgerundet. Hier hat man auch gerade gesehen, das könnte ich noch kurz erwähnen, wenn ich das hier so hinziehe, sind hier immer so kleine, schmale, lilane Linien, die das dann immer so andocken, dass es genau gleich groß ist wie der Kasten links daneben. Diese Linien schalte ich an in Ansicht, Anzeigen, intelligente Hilfslinie. Es ist auch gut, wenn ich dann zum Beispiel zwei so Kasten habe, dann setzt sie mir automatisch in die Mitte, beziehungsweise es dockt dann so ein bisschen an, das merkt man dann. Genau. So, dann haben wir hier noch dieses Ellipse-Werkzeug, das ist eigentlich genauso das gleiche wie das Ellipse-Auswahl-Werkzeug, nur dass es halt eine Fläche macht und keine Auswahl. Das ziehe ich hier irgendwo hin, kann das machen, wie ich will, und mit Shift gedrückt bleibt es halt ein schöner Kreis. Kann ich hier auch wieder die Farbe, Kontur etc. einstellen und die Größe. Und dann haben wir hier noch das Polygon-Werkzeug. Da kann ich einstellen, wie viele Seiten ich möchte. Ich möchte jetzt mal einmal 10 Seiten. Dann möchte ich noch einmal nur 5 Seiten. Genau. Hier haben wir dann auch das Linienzeichner-Werkzeug. Das macht dir einfach eine Linie, die ein Pixel stark ist. Kann ich auch mit Shift gedrückt halten, wieder so in schöne Winkel bringen. So. Dazu muss man, glaube ich, sonst nichts mehr sagen. Beziehungsweise ich kann hier die Stärke dann auch noch anpassen, wenn die jetzt nicht ein Pixel groß sein soll, sondern 10 Pixel kann ich das da auch einstellen. Und es macht mir dann halt immer solche Linien hin. Genau. Hier habe ich dann noch das eigene Formwerkzeug. Da kann ich hier eine Form auswählen. Ich habe mir jetzt da schon ein paar reingeladen. Hier zum Beispiel so ein Banner. Da kann ich dann hier auch auswählen, welche ich zeigen möchte. Ich gehe jetzt mal auf Tiere. Jetzt habe ich hier die ganzen Tierformen, zum Beispiel so ein Hund.
Ich lösche jetzt mal ein paar Ebenen wieder, sonst wird es mir hier zu voll, zu langsam. So. Oder was haben wir denn noch so? Musik. Sind ein paar Noten. Boah. Hier kann man dann auch auf alle gehen. Das wird jetzt bei mir ganz schön wild aussehen. Ach ne, nicht mal. Ja, das sind so die Standardformen von Photoshop. Man kann auch eigene hinzuladen, indem man hier, wie bei den Brushes auch schon, also bei den Pinseln, auf Form laden geht. Ich suche mir dann die jeweilige .csh-Datei raus, die ich runtergeladen habe. Klick auf Laden und dann setzt sie einfach da so hinten dran. Genau. So, hier habe ich noch das Handwerkzeug, das ist einfach so, um mich im Arbeitsbereich irgendwie hin und her zu schieben. Und dann habe ich hier noch dieses Ausrichtdrehungswerkzeug, das ist relativ neu. Zum Zeichnen ist es manchmal ganz okay, aber ob man es jetzt unbedingt braucht, dieses Werkzeug, weiß ich nicht. Da kann man einfach gedrückt halten und dann kommt da so ein kleiner Kompass und man kann sich die Arbeitsfläche irgendwo hindrehen. Und hier oben kann man dann auch schon einen Winkel einstellen. Ich muss jetzt wieder auf 0. Das ist, wenn man jetzt irgendwie was zeichnet, ein Gesicht oder so. Und dann möchte man, was weiß ich, da unten irgendwas zeichnen. Und damit man sich nicht so verkrampft, kann man es sich einfach mal so hindrehen. Dann zeichnet man da ein bisschen. Und dann dreht man es sich wieder zurück. Aber im Großen und Ganzen braucht man es eigentlich eher weniger. Hier haben wir noch das Lupenwerkzeug. Kann man dann eben ranzoomen, beziehungsweise hier rauszoomen. Brauche ich aber auch eigentlich nie, weil ich benutze einfach immer die die Alt-Taste. Wenn man die Alt-Taste gedrückt hält und dann mit dem Mausrad ran und rauszoomt, ist es eigentlich genau der gleiche Effekt. Beziehungsweise man kann sogar wenn man Steuerung gedrückt hält und die Plus- und Minus-Taste benutzt, kann man auch rein und rauszoomen. Aber ich mache es immer mit Alt gedrückt halten und scrollen. So, hier haben wir eben noch unsere Farbfelder. Das ist die Vordergrundfarbe, die Hintergrundfarbe. Kann ich immer irgendwie einstellen, wie ich möchte. Kann ich dann auch einfach umdrehen. Ja, diese Schnittmaske hatten wir ja schon vorhin erklärt, bei dem Freistellen. Hier kann ich dann noch auf Vollbildmodus gehen. Benutze ich aber eigentlich auch nie. Genau. Was ich da noch zeigen könnte, zum Beispiel wenn ich jetzt zwei Ebenen markiere, habe ich hier oben so ein paar Symbole, wo ich dann draufklicken kann. Zum Beispiel das hier, setzt dann beide übereinander. Ja, ist jetzt bei diesem Beispiel ein bisschen blöd, ich mache da mal zwei neue Ebenen. Einmal so ein Rechteck und einmal so ein Rechteck. Dieses Rechteck mache ich jetzt aber so lila, pink, was auch immer. Die raster ich wieder. Jetzt markiere ich die beiden Ebenen hier und gehe hier auf dieses Pfeilwerkzeug, dann kann ich die so schön zentrieren, beziehungsweise ich kann den auch so noch zentrieren, ich kann sie so unten so schön auf eine Kante legen, so auf eine Kante legen, genau. Hier gibt es dann auch noch so ein paar Modi, aber sind es nicht wirklich so wichtig. Kann man auch einfach mal ein bisschen rumprobieren, indem man dran rumspielt. Ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt in Photoshop, der wirklich sehr oft benutzt wird, sind die Fülloptionen. Da gehe ich, die kann ich dann immer für jeweils eine Ebene benutzen, beziehungsweise auch für einen Ordner, werde ich nachher noch zeigen. Und dann mache ich einfach Rechtsklick auf die jeweilige Ebene und Fülloptionen. Hier in den Fülloptionen kann ich wirklich extrem viel einstellen, zum Beispiel hier erstmal die Deckkraft von dem jeweiligen Element, welche ich aber hier oben auch einstellen kann. Genau. Hier mache ich eigentlich eher weniger meistens, aber abgeflachte Kanten und Relief ist zum Beispiel, kann man das öfters mal gebrauchen, auch wenn ich es jetzt persönlich nicht so schön finde. Da gehe ich jetzt mal auf Hartmeißeln, Kante nach innen. Mach die Größe ein bisschen hoch, das sieht man, das wird halt so ein Block, nenne ich es jetzt mal. Da kann man dann auch noch dran rumspielen. Tiefe wird es halt irgendwie stärker.
beziehungsweise weniger, wenn ich den Regler runter mache. Deckkraft kann ich davon noch von dem Weiß rausnehmen und von dem Schwarz rausnehmen. Sowas. Dann kann ich dem Ganzen noch eine Kontur geben. Ja, bringt das nicht so viel, beziehungsweise eine Struktur. Struktur kann ich dann auch noch, also das sind die Muster, kann ich dann auch noch mehrere hinzuladen. So, sorry, da wurde ich gerade kurz unterbrochen. Geht aber auch schon weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, hier bei der Struktur und Kontur, das mache ich jetzt mit beides wieder raus. Mache ich einfach mal alles wieder raus. Kontur kann ich eben dem jeweiligen Ding noch eine Kontur geben. Kann ich die Größe einstellen, die Deckkraft, die Kontur innen oder außen sein soll, beziehungsweise mittig. Schatten nach innen kann ich eben dem Teil einen Schatten nach innen geben. Jetzt die Größe ein bisschen hoch. Abstand kann ich auch noch einstellen. Wenn es auf 0 ist, geht es halt auf allen Seiten gleich rein. Deckkraft kann ich einstellen. Rauschen. Genau. Schein nach innen. Machst du eben so einen Schein rein. Kann ich jede Farbe auch anpassen. Wenn ich dem jetzt so ein helleres Pink gebe. Beziehungsweise ich gebe dem jetzt einfach mal ein Weiß. Und setze diese Füllmethode auf ineinander kopieren. Dann sollte es eigentlich einfach heller werden. Ist jetzt bei der Farbe ein bisschen doof. Aber ja, kann man auch wieder alles Mögliche einstellen. Glanz. Ist jetzt bei diesem Kasten ein bisschen doof. Das soll dann halt so einen Glanzeffekt geben. Farbüberlagerung. So passe ich immer die Farben von allem ein. Habe ich ja vorher schon mal kurz gezeigt. Da kann ich dann einfach die Farbe, wo ich haben möchte, machen. Verlaufsüberlagerung ist eigentlich genau das gleiche wie das Verlaufswerkzeug. Stellt sich auch wieder genau gleich ein. Kann ich irgendeinen Verlauf geben. Genau. Den dann auch hier skalieren, den Winkel einstellen, Deckkraft hier umkehren. Wie vorhin beim Verlaufswerkzeug. Die Musterüberlagerung kann ich dem Ganzen eben Muster geben. Habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass man sich da auch noch mehr runterladen kann. Habe ich hier auch ein paar. Zum Beispiel hier sowas. Das stelle ich jetzt mal auf ineinander kopieren. Ach, ist immer noch doof bei der Farbe. Mache ich einfach ein bisschen Deckkraft raus. Jetzt hat es hier so ein, ja, so ein bisschen eine Struktur eben. Schein nach außen. Ist es doof wegen dem weißen Hintergrund, dann mache ich den gerade mal kurz schwarz. Oder so ein dunkles Grau. Schein nach außen. Mach dann eben so einen Schein nach außen. Kann ich hier auch die Farbe wieder einstellen. Gebe ich jetzt mal so ein Pink. Genau. Schlagschatten. Da brauche ich jetzt wieder eine weiße Hintergrundebene. Macht eben so einen Schatten nach hinten. Wenn ich Abstand auf 0 habe, auf allen Seiten gleich groß. Wenn ich einen Abstand mache, eben nur so eine Seite. Da kann ich dann auch den Winkel anpassen. Auf welche Seite. Die Deckkraft kann ich ändern. Kann auch wieder Rauschen hinzufügen. Genau. Das waren eigentlich auch schon die ganzen Fülloptionen. Die braucht man aber wirklich sehr, sehr oft. Also sollte man sich merken. Einfach rechtsklick auf die Ebene. Fülloption. Dann noch ein paar Kniffe hier bei den Ebenen. Ich kann Ebenen duplizieren, indem ich rechtsklick Ebene duplizieren mache. Ich kann Ebenen löschen mit Ebenen löschen. In Smart Object konvertieren ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Das macht man dann, wenn man zum Beispiel eine Ebene hat, die, weiß nicht, 20 so Fülloptionen hat, dann kann ich das in Smart Object konvertieren. Dann sind die da alle nicht mehr da. Wenn ich da dann Doppelklick reinmache, öffnet es mir in einem neuen Dokument und hier habe ich diese Ebene wieder. Diese Fülloption. Soll uns jetzt aber erstmal nicht interessieren. Rechtsklick kann ich dann auch noch mit darunterliegende auf eine Ebene reduzieren. Jetzt sind diese beiden eine Ebene, würde ich jetzt aber auch nicht. Ich kann alle sichtbaren Ebenen auf eine Ebene reduzieren. Das ist eben alles eins, was ich sehe. Hier kann ich die Ebene dann auch ausblenden. Jetzt sehe ich zum Beispiel nur diese beiden. Wenn ich jetzt sichtbare auf eine Ebene reduziere, dann habe ich eben diese beiden zusammen. So. Dann kann ich auch auf Hintergrundebene reduzieren. Dann sind alle
sichtbaren Ebenen eben der Hintergrund. Braucht man aber eigentlich auch eher seltener. Und dann kann ich dem Ganzen noch so eine kleine Farbe hier geben, einfach um das dann irgendwie ein bisschen ordentlicher zu gestalten. Zum Beispiel sage ich jetzt, dieses Rechteck soll rot haben, das gehört zum selben Teil, dann mache ich das auch rot, das gehört auch zum selben Teil, dann mache ich das auch rot. Und das mache ich orange, weil es zum anderen Teil gehört und das ist der Hintergrund, den Hintergrund mache ich mal grau. Dann kann man hier, wenn man extrem viele Ebenen hat, einfach schöner den Überblick behalten. Und um das noch ein bisschen schöner zu gliedern, kann man hier auf diesem kleinen Ordnersymbol einen Ordner anlegen und die ganzen Ebenen einfach reinschieben. Das habe ich jetzt alles schön in einem Ordner. Ich möchte jetzt aber die Hintergrundebene nicht in dem Ordner haben, beziehungsweise ich möchte nur diese drei in dem Ordner haben, dann ziehe ich das einfach wieder raus, mache mir noch einen Ordner, mache da nur dieses Grüne rein. Jetzt habe ich einmal das hier und einmal das hier. Und kann die einzelnen eben trotzdem noch einzeln aus- und einblenden, wenn ich in den jeweiligen Ordner gehe. Seit CS6 kann man sogar diesen Ordnern auch Fülloptionen geben. Zum Beispiel kann ich jetzt allem, was in diesem Ordner ist, eine Fülloption geben. Und zwar Schlagschatten. Mache ich ein bisschen größer. Dann sieht man hier, die haben so einen Schlagschatten. Wenn ich jetzt aber hier in den Ordner reingehe, haben diese Ebenen keinen Schlagschatten, sondern nur der Ordner hat ihn. Außer diese hier, weil die schon davor einen hatten. Hier kann ich dann auch wieder rausmachen. Genau. Wenn ich jetzt mehrere Ebenen habe und ich denke mir so, eigentlich bringt es ja nichts, dass die in einem Ordner sind. Die könnten auch alle direkt eine Ebene sein. Kann ich jetzt auch bei diesem Ordner Rechtsklick machen und Gruppe zusammenfügen. Es ist alles, was in diesem Ordner, beziehungsweise in dieser Gruppe, wie es in Photoshop heißt, ist eine Ebene. Genau. So, wenn wir jetzt schon hier sind, kann ich noch, dann zeige ich euch noch kurz diese Mischverfahren. Das sind einfach so ganz normale Farbmischverfahren. Zum Beispiel kann ich das auf ineinander kopieren stellen, dann macht es das zusammen so mit dem Hintergrund. Ich kann jetzt den Hintergrund, ich zeige euch das am besten mal anders. Ich mache mir jetzt hier mal so eine blaue Ebene, darüber noch eine Ebene, dann nehme ich jetzt mal einen weißen Pinsel mit Härte 0% und gehe da so drüber. Jetzt ist es weiß und jetzt kann ich hier mal die ganzen Farbmischteile durchprobieren. Einmal gibt es Ersprenkeln, Abdunkeln sieht man jetzt bei diesen beiden Farben nicht, keinen Unterschied, multiplizieren auch nicht, da sieht man hier zum Beispiel farbig abwandeln, wird so ein hellblau. Das sind eben die ganzen Farbmischgesetze, oder keine Ahnung, wie sich das nennt. Kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus. Aber da kann man dann einfach ein bisschen rumprobieren. Ist manchmal ganz hilfreich. Die Deckkraft der jeweiligen Ebenen kann ich dann hier oben noch einstellen. Das ist jetzt die Deckkraft vom ganzen Ordner. Wenn ich dann eben nur zum Beispiel diesen einen Kasten hier Deckkraft rausnehmen will, dann muss ich in den Ordner rein und diese eine Ebene hier verändern. So, ich würde sagen, dann gehen wir schon mal zu den Schnittmasken. Schnittmasken sind wirklich sehr, sehr hilfreich. Zum Beispiel kann ich hier unten diese ganzen Fotofilter etc., Farbfilter, packe ich mir jetzt einfach mal einen Farbton-Sättigungsfilter rein. Den habe ich jetzt hier. Und mache mal den Farbton. So, schiebe ich. Oder beziehungsweise ich mache es mal schwarz-weiß. Ich nehme jetzt einfach die Sättigung komplett raus, dann ist es schwarz-weiß. Jetzt sehe ich. Also ich schiebe jetzt mal den Filter ganz nach oben. Also wird auch alles schwarz-weiß. Wenn ich jetzt den Filter mal dahin ziehe, wird alles schwarz-weiß, außer das Pinke hier, weil es ja unter dem Pinken ist. Ich will jetzt aber zum Beispiel nur, ich blende es mal aus, ich will jetzt nur diesen blauen Kasten hier in Grau durch diesen Farbfilter. Wenn ich den jetzt hier drüber habe, ist natürlich alles andere auch grau. Wenn ich ihn drunter habe, ist er nicht grau. Deswegen gibt es einen sehr schönen Trick. Ich mache Rechtsklick auf diesen Filter und Schnittmaske erstellen. Also wenn es über der blauen Ebene liegt. Es ist so ein kleiner Pfeil auf diese Ebene drauf.
Und das bedeutet dann, dass diese Ebene sich nur auf dieses Rechteck hier auswirkt. Das kann ich jetzt auch wieder ein- und ausblenden. Und wenn ich das jetzt im Nachhinein nochmal verändern möchte und denke mir so, ich möchte es eigentlich noch ein bisschen dunkler haben oder so, dann kann ich hier einfach Doppelklick auf dieses Symbol hier machen und hier die Helligkeit noch ein bisschen anpassen oder was auch immer ich verändern möchte. Da kann ich jetzt auch noch einen Filter hinzufügen, zum Beispiel packe ich da jetzt noch ein Muster drauf. Dieses Muster wähle ich mir jetzt mal das hier aus, ist jetzt auch wieder über alles, außer über diesen pinken, weil es darunter liegt. Deswegen mache ich auch wieder Rechtsklick, Schnittmaske erstellen, jetzt ist es nur da drauf und dem gebe ich jetzt noch ineinander kopieren. Nö, doch nicht ineinander kopieren, muss ich gerade mal ausprobieren. Naja, ich lasse einfach auf normal, mache ein bisschen Deckkraft raus. Ach so, der Hintergrund ist ja sowieso schwarz-weiß, habe ich ganz vergessen. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen ungeschickt, dann mache ich es wieder blau. Beziehungsweise schiebe so ein bisschen am Farbregler rum, jetzt ist es so hellblau, möchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Mache ich jetzt mal so ein Orange. Jetzt kann ich das hier wieder einfügen und gehe hier mal auf ineinander kopieren. Das sehen wir, es hat so eine Orange. So ein oranges Muster noch drauf. Kann da noch ein bisschen Deckkraft rausnehmen. Genau. Das ist eben mit diesen Schnittmasken. Ich kann jetzt auch die Schnittmaske wieder zurückwandeln. Jetzt ist aber dieses Muster auf jeder Ebene. Sieht man jetzt hier auch. Das möchten wir ja nicht. Deswegen machen wir es wieder drauf. So. Diese Schnittmasken sind auch wirklich sehr hilfreich, wenn ich zum Beispiel mehrere Bilder habe, die genau gleich groß sein sollen. Ich gehe jetzt hier mal in die Wallpaper und ich möchte jetzt, ich blende jetzt mal alles aus, außer die Hintergrundebene. Und ich möchte jetzt mal drei Wallpaper nebeneinander genau gleich groß. Dann nehme ich mir einfach hier das Rechteckwerkzeug. Ziehe hier ein Rechteck hin, so groß wie ich es eben haben möchte. Ich mache es mal so. Gebe denen mal eine andere Farbe, dass man es erkennt. Ist gerade egal, welche Farbe. Rechtsklick, Ebene rastern. Diese Ebene dupliziere ich jetzt. Entweder mit Rechtsklick, Ebene duplizieren. Oder ganz einfach mit Steuerung J. Das ist auch, braucht man wirklich sehr oft. Sollte man sich am besten merken, diese Tastenkombination Steuerung J. Mit den intelligenten Hilfslinien schiebt es mir das auch direkt auf die richtige Höhe. So. Und dann mache ich das hier auch nochmal eins hin. Jetzt habe ich drei gleich große Kasten. Und jetzt nehme ich mir mal den ersten Wallpaper. Ich nehme jetzt mal einfach irgendeinen, ist ja auch gerade egal welcher. So, den möchte ich jetzt auf dem so groß haben wie dieses linke Rechteck. Dann schiebe ich den über das linke Rechteck, Rechtsklick, Schnittmaske erstellen. Jetzt ist dieses Wallpaper eben nur auf diesem Rechteck. Wenn ich jetzt auf dieser Wallpaper-Ebene bin, kann ich Steuerung T drücken für Transformieren, haben wir ja vorher schon erklärt, und es dann mit Shift gedrückt halten, hier proportional skalieren. Schiebe ich jetzt einfach mal so irgendwie hin. Dann nehmen wir den nächsten Wallpaper, nehme ich jetzt mal den hier. Machen genau das gleiche mit dem mittleren Kasten. Rechtsklick, Schnittmaske erstellen, ist der Pfeil auf diesem mittleren Kasten hier. Wenn ich den ausblende, blende es auch das Wallpaper aus. Und jetzt passe ich die Größe wieder an mit Steuerung T für Transformieren. Ziehe mir das ein bisschen kleiner. So. Jetzt noch den dritten. Da nehme ich mal den hier. Das ist schon ein bisschen klein. So. Ziehe das über den dritten Kasten. Schnittmaske erstellen. Wo haben wir es? Hier. Jetzt habe ich drei gleich große Wallpaper. Wenn man rausscrollt, ist hier manchmal so eine rote Kante, das ist aber nur, also wenn man es dann wirklich abspeichert, ist die weg. Das ist nur manchmal ein bisschen ein Darstellungsfehler. Genau. So. Schnittmasken. Was könnte ich da jetzt noch zeigen bei den Schnittmasken? Ja. Ich würde eigentlich sagen, das war es damit erstmal.
Was gibt's denn noch Wichtiges zu erklären? Die Farbfelder eventuell, zum Beispiel wenn ich jetzt eine Homepage habe mit zwei verschiedenen Grautönen und ich möchte die Grautöne halt immer genau gleich haben, dann kann ich hier einfach eine neue Farbe anlegen. Also ich nehme hier erst zum Beispiel, keine Ahnung, ich nehme jetzt dieses Grau hier. So, mache hier dann eine neue Farbe und nenne das, was weiß ich, Grau 1. Okay, jetzt hat mir diese Farbe, die ich hier oben drin habe, hier hingesetzt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf dem Rot bin und ich brauche jetzt gerade das Grau, klicke ich einfach darauf und ich habe das Grau wieder drin. Das hat jetzt automatisch eine Schnittmaske draus gemacht. Müssen wir hier hochziehen. Rechtsklick, Ebene rastern. Genau. So kann ich mir eben hier einfach noch Farbfelder hinzufügen. Ach, genau, diese Filter haben wir noch nicht gezeigt. Ist eigentlich auch, also ich kann jetzt mal zum Beispiel einen Filter auf, welcher ist es jetzt, diesen ganz rechten Wallpaper anwenden. Da mache ich jetzt einfach mal Filter, Weichzeichnungsfilter, Grauscher Weichzeichner, das macht es dann eben so unscharf. Das macht jetzt, weil ich eben auf diesem Wallpaper-Ebene bin, nur diesen Wallpaper unscharf. Wenn ich jetzt auf das Rechteck von diesem Wallpaper gehe, worauf dieser Wallpaper ja liegt und nirgends anders wegen der Schnittmaske, gehe ich auf Filter, Weichzeichnungsfilter, Grauscher Weichzeichner. Dann mache ich den ganzen Kasten eben unscharf und deswegen wird hinten diese Kante weicher. Dann, was haben wir noch für Filter? Da kann man sich auch einfach mal durchklicken, zum Beispiel so ein Scharfzeichnungsfilter. Dann wird eben alles ein bisschen scharf gezeichnet. Kann ich jetzt mal ein paar Mal reinmachen. Hier oben ist dann auch immer den zuletzt verwendeten Filter drin. Den kann man auch einfach mit STRG F. So, das war jetzt halt ein bisschen übertrieben. Hier, weil es noch nicht gerastert ist, zeigt es die ganzen Filter auch unten dran an. Wenn ich jetzt die Ebene rastern würde, zeigt es diese Filter unten dran nicht mehr an. Jetzt. Huch. Ah, das war jetzt natürlich ungeschickt. So. Dann haben wir noch Rauschfilter. Kann man so ein Rauschen hinzufügen. Wollen wir jetzt auch mal nicht. Oh, ja. Da kann man sich einfach mal ein bisschen durchklicken. Beziehungsweise hier gibt es noch eine Filtergalerie. Dann kommt man in so ein extra Fenster, wo es irgendwie so ein paar Malfilter und Kunstfilter und was weiß ich nicht alles gibt. Verwende ich jetzt eigentlich auch nicht so oft, weil mir die meisten davon auch nicht sonderlich gefallen. Aber wer weiß, vielleicht kann man es ja mal brauchen. Ja, also, ich werde die ganzen Tastenkürzel und die meistgestellten Fragen nochmal in die Videobeschreibung schreiben. Und falls ihr noch Fragen habt, falls ich irgendwas vergessen habe zu erklären, was euch wirklich interessiert, was ja mal gut sein kann, weil dieses Programm hat wirklich sehr, sehr viele Funktionen, da kann man wahrscheinlich nicht alles erklären, dann fragt mich einfach. Ich werde es euch dann beantworten und die Antwort auch in die Videobeschreibung packen. Und genau. Ich hoffe, euch konnte das Video weiterhelfen. Ich habe wirklich versucht, alles irgendwie ein bisschen zu erklären, dass ihr ein bisschen mit dem Programm klarkommt. So irgendwie die Grundeinstellungen bis zu den einzelnen Werkzeugen. Ja, über Feedback würde ich mich auf jeden Fall freuen. Von dem her, bis zum nächsten Mal. Tschö.